Hey ho zusammen. Entschuldigung und herzlich willkommen zurück zu Pottermore. Ich habe gerade gesehen, dass ich eine Nachricht habe. Cool. Gucke ich gleich mal rein. Oh. Entschuldigung. Ich bin heute irgendwie so dezent am Erkälten. Ich habe gerade auch schon einen Vlog aufgenommen, bei dem ich irgendwie so ein bisschen, ja, Matsch aussah und auch Matsch klang. Naja, ich habe jedenfalls ein neues Abzeichen bekommen, weil ich beim letzten Mal dieses Buch der Zaubersprüche gefunden habe. Leider das Buch der Zaubersprüche von Miranda Habicht aus der Abteilung für verbotene Bücher aus. Lehrbuch der Zaubertränke. Wieder auf Französisch, sehr schön. Warum steht hier so viel auf Französisch? Ich verstehe das nicht. Jedenfalls habe ich dieses Abzeichen bekommen. Finde ich cool, fand ich cool. Und jetzt schaue ich mal kurz auf meine Nachricht. Oh, Duellierclub, eine Herausforderung wartet auf dich. Oh, hehe. Herausfordererin. Okay, oh, vor einem Tag schon. Oh, sorry. Hier kannst du deine fertig gespielten Duelle sehen und neue Spiele annehmen. Okay, also ich kann das ablehnen oder ich kann mich duellieren, aber ich duelliere mich natürlich. Wie das Duellieren funktioniert, habe ich euch, glaube ich, schon erklärt. Mein erstes Duell wird gegen Hufflepuff sein. Zauberpunktzahl 120. Lieblingszauberspruch zum Feuer machen. Okay. Oh. Oh, sei gefährlich hier, du. Du bist ganz schön gefährlich, du. Hauspunkte 270, willst du mich verarschen? Ich habe erst 72 Punkte. Okay, auf Duell. Gut, wenn ich jetzt auf das Duell gehe, muss ich mir hier einen Fluch aussuchen, den ich ausführen kann. Einen von dreien oder habe ich mehr? Ach, ich habe mehr. Zauberspruch zum Feuer machen. Incendio. Ja. Ich könnte den Umstoßfluch nehmen, den habe ich beim letzten Mal eigentlich ganz gut hinbekommen. Ich probiere es mal mit dem. Also, ihr sucht euch hier einen der Zaubersprüche aus und geht dann auf diesen Zauber wählen. Und dann geht das genauso, wie ich euch das beim letzten oder vorletzten Mal gezeigt hatte, mit dem Zauber ausführen. Genau, hier wird es euch nochmal erklärt. Man braucht viel Geschick, um Zauber auszuführen. Klicke oder drücke auf den ersten Buchstaben, mit dem der Zauberspruch beginnt, indem du deine Maus oder die Tastatur verwendest. Dann klicke oder drücke noch einmal, wenn der Kreis um ihn herum seinen größtmöglichen Umfang erreicht hat. Je präziser du bist, umso kraftvoller wird der Zauber. Viel Glück. Okay. Geht's los. Ja. Und? Ja! 135. Also hier seht ihr, die Stärke des ausgesprochenen Zaubers war bei ihr 124. Und da ich einen Zauberspruch gewählt habe, den ich relativ gut kann, habe ich jetzt eine Stärke von 135. Das heißt, ich habe sie besiegt und habe 5 Hauspunkte gewonnen. Show Wermut, sorry. Aber ich habe sie besiegt. Du warst diesmal der bessere Zauberer und hast gewonnen. Hast du Lust auf einen Rückkampf? Natürlich. Rückkampf. Ich werde sie einfach nochmal herausfordern. Und dieses Mal werde ich, was denn, Vernebelungszauber? Der sieht cool aus, den werde ich ausprobieren. Fumos. Okay, los geht's. Oh, das war ein bisschen früh. Und zack. Ich bin bei einer Stärke von 102. Okay, das wird sie mit Sicherheit schlagen. Und ja, nice. Jetzt hat sie eine Nachricht, dass ich sie herausgefordert habe. Und wird dann vielleicht irgendwann auf diese Herausforderung eingehen. Dann werde ich mit Sicherheit auch wieder eine Liste, eine Nachricht haben, die mir dann anzeigt, wer gewonnen hat. Zauberspruchbücher habe ich mittlerweile 14, kann ich. Könnt ihr euch dann halt auch anschauen, welche Zauber ihr mittlerweile könnt, beziehungsweise welche ihr einsetzen könnt. Ach, weg mit dem Driss hier, ey. Hier habe ich einmal dunkle Kräfte, ein Kurs zur Selbstverteidigung. Das sind die Zauber, die da drinstehen, sozusagen. Warum ich die hier nicht einsetzen kann, ist mir ein Rätsel, wenn ich ehrlich bin. Ich kann nur ein paar üben. Und hier ist Lehrbuch der Zaubersprüche Band 1. Da habt ihr nochmal jede Menge andere Zauber. Den Schwebezauber zum Beispiel finde ich auch ganz cool.
Auswirkungen lässt Gegenstände schweben. Nein, wirklich. Okay, aber dann würde ich sagen, mache ich mal da weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Ich glaube, ich habe hier ja ein Kapitel habe ich zu meinen Favoriten hinzugefügt. Ich könnte mir die Schokofroschkarten mal anschauen. Ach nee, ich kann mir die gar nicht anschauen. Ich kann die nur als Geschenk senden. Ne? Und ich kann mir halt den Text durchlesen. Albus Dumbledore. Professor Dumbledore, der bei vielen als der größte Zauberer der jüngeren Zeit gilt, ist vor allem bekannt für seinen Sieg über den schwarzen Magier Grindelwald im Jahre 1945. Die Entdeckung von der 12 Anwendungen für Drachenblut. Da steht eigentlich Drachenmilch. Und sein Werk für Alchemie, oder? Drachenblut? Drachenblut. Kann sein, dass das richtig ist. Und sein Werk über Alchemie, das er gemeinsam mit seinem Partner Nicholas Flamel verfasst hat. Flamel eigentlich. Ach, keine Ahnung, wie der eigentlich genannt wird. Zurück. Gut, wen habe ich denn hier noch? Circe? Angus von Woodcraft. Ach, wen wollte ich denn hier? Paracelsus wollte ich mir angucken. Mein anerkannter Arzt, Alchemisten, Chirurg im 16. Jahr. Super. Okay. Also, da steht nicht mehr drauf. Schade, schade. Morgana. Morgana auch. Bekannt unter dem Namen Morgane le Fay. Von König Arthurs Halbschwester war. Und König Arthurs Halbschwester war eine schwarze Zauberin und eine Feindin von Merlin. Wonderful, wonderful. Angus von Woodcroft, was war der nochmal für einer? Von seinen Muggelverfolgern vertrieben, ließ Angus sich angeblich in Schottland nieder und gründete dort das Dorf Hogsmeade. Es wird behauptet, dass der Pub die drei Besen sein altes Heim war. Cool. Ja, das sind halt alle Sachen, wer meine Harry Potter Let's Plays gesehen hat, der wird das auch wiedererkennen, sag ich mal. Und ja, wie gesagt, ich würde jetzt gerne da weitermachen, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe, in der Bibliothek nämlich. Und ich glaube, eine Sache fehlte mir hier noch, aber ich weiß nicht was. Ich weiß absolut nicht, was mir hier noch fehlt. Ich kann gerne noch mal alle Regale hier durchgehen. Aber hier werde ich nichts finden. Hier vorne noch mal kurz drüber. Nein, nichts, nichts, nichts. Nächste Ebene. Hier ist es ja halt auch relativ still drin. Und normalerweise sieht man die Bücher auch. Also man sieht, wenn man die benutzen kann und bewegen kann und so weiter. Wartet mal, da ist doch noch was. Nein, doch nicht. Hier im Fenster vielleicht noch irgendwas? Nein. Sieht aus, als könnte ich da noch irgendwas sammeln. Kann ich aber anscheinend nicht. Okay, also das letzte finde ich leider nicht. Dann müssen wir auf jeden Fall weitergehen. Weihnachten in Hogwarts. Oh, das sieht bestimmt geil aus. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Oh, ist das cool. Also wenn ich hier nichts sammeln kann, Leute, wollte ich gerade sagen. Hervorragend, das ist Flüche und Gegenflüche. Das sieht so cool aus. Ich habe ein Schachbrett. Zauberschachbrett. Oh, kann ich das? Es wäre so cool, wenn ich hier Schach spielen könnte. Oh mein Gott. Ganz viele Ratten, Mäuse. Habe ich denn noch? Ein bisschen was habe ich noch hier. Ein bisschen was muss ich noch finden, du. Dritte Ebene. Aha, Mistelzweig. Nee, Mistelbeeren. So. Gegenmittel zu gängigen Giften. Okay. War es das? Nein, da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Ach, den Ballon kann ich wegfliegen lassen. Tschüss. Puff. Toll, jetzt ist er kaputt. Okay. So viel also dazu. Noch einmal zurück, bitte. Danke.
Nö, das scheint es aber gewesen zu sein. Also jetzt ist hier wieder eine Sache, die ich nicht finde. Finde ich immer so ein bisschen schade, wenn es an der letzten Sache einfach hängt. Und da fände ich dann halt hier diese Chat-Geschichte wiederum cool, aber das gibt's einfach nicht mehr. Und ich weiß nicht warum. Naja, falls jemand das hier sieht und bemerkt, dass ich irgendwas übersehen habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare, auch bei den anderen Bildern. Wenn ihr seht, dass ich was übersehen habe, schreibt es mir bitte unten rein. Harry war nun so nahe am Spiegel, dass seine Nase jetzt fast ihr Spiegelbild berührte. »Mom«, flüsterte er. »Dad?« Sie sahen ihn nur an und lächelten. Und langsam sah Harry in die Gesichter der anderen Menschen im Spiegel und sah noch mehr grüne Augenpaare wie das seine, andere Nasen wie die seine. Selbst einen kleinen alten Mann, der aussah, als ob er Harrys knubbelige Knie hätte. Harry sah, zum ersten Mal im Leben, seine Familie. Die Potters lächelten und winkten Harry zu, und er starrte zurück, die Hände flach gegen das Glas gepresst, als hoffte er, einfach zu ihnen hindurchfallen zu können. Er spürte ein mächtiges Stechen in seinem Körper, halb Freude, halb furchtbare Traurigkeit. Oh. Krieg so ein bisschen Gänsehaut bei, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist also der Spiegel, der sagenumwobene Spiegel nachher gibt. Das nicht benutzte Klassenzimmer, okay. Ich möchte gerne die Galeone da einsammeln. Und der Spiegel, ne, war ein versteckter Text hier. Ja, das war's im Prinzip schon. Damit sind wir mit dem Spiel fertig. Nicholas Flamel. Flamel. Ich weiß nicht, wie ich ihn jetzt nennen soll, verdammt. Dumbledore hatte Harry davon überzeugt, besser nicht mehr nach dem Spiegel, ne, zu suchen. Und die restlichen Tage der Weihnachtsferien blieb der Tarnumhang zusammengefaltet auf dem Boden seines Koffers. Seines großen Koffers. Das Geheimnis um Nicholas Flamel wird endlich enthüllt. Oh, kann sie ausmachen. Und ich kann Schach spielen. Witzig. Oh Gott, ich liebe diese Bilder. Ich finde es einfach cool. Das gibt so eine richtige... Eine richtige Kuschelatmosphäre, so, so was ganz Heimisches einfach. Oh. Die alte Wissenschaft der Alchemie befasst sich mit der Herstellung des Steins der Weisen, eines sagenhaften Stoffes mit erstaunlichen Kräften. Der Stein verwandelt jedes Metall in reines Gold. Außerdem kann man damit auch das Lebenselixier erzeugen, das den, der es trinkt, unsterblich macht. Im Laufe der Jahrhunderte gab es viele Berichte über den Stein der Weisen, doch der einzige Stein, der heute existiert, gehört Mr. Nicholas Flamel, dem angesehenen Alchemisten und Opernliebhaber. Mr. Flamel, der letztes Jahr seinen 665. Geburtstag feierte, erfreut sich eines ruhigen Lebens in Devon, zusammen mit seiner Frau Perronel, 658. Okay. Noch ein Jahr länger und er würde 666 Jahre alt werden. Ja, okay. Nicholas Flamel. Ja, das war's im Prinzip. Nein, das war's noch nicht. Mir fehlt noch was. Mir fehlt noch was. Jetzt habe ich alles. Okay. Alle Ebenen durch. Alle Texte gelesen. Die vermummte Gestalt. Ich habe nur 4 Minuten nach angefangen. Das heißt, ich habe jetzt 10, 15 Minuten. Ui. Eine Galeone. Wow, die war aber schwer zu entdecken hier. Ah, da ist noch was. Schokofroschkarte von Helga Hufflepuff. Da ist die vermummte Gestalt.
Aber ich glaube, das Bild war auch mega schwer. Hier habe ich auch am Ende echt nicht alles gefunden. Da ist auf jeden Fall noch was zum Sammeln. Wasserschierling-Essenz. Eine wichtige Zutat in einigen Zaubertränken, unter anderem auch Doxizid und Schrumpftrank. Okay, cool. Ich versuche mal, gibt es hier mehrere Ebenen? Ja, gibt es. Okay, ich habe alles. Hagrids Geheimnis. Norbert, der norwegische Stachelbuckel. Jedes Mal, wenn sie an dem Korridor im dritten Stock vorbeigingen, drückten Harry, Ron und Hermine die Ohren an die Tür, um zu hören, ob Fluffy dahinter noch knurrte. Grrr. Das ist auch wieder so ein Bild, was ich mega gut finde, wo ich einfach ganz unbedingt nach Hogwarts will, weil es so toll ist. Oh mein Gott. Hier gibt es doch bestimmt auch noch Bücher, die ich einsammeln kann, oder? 1000%ig. Nein? Nichts? Ich kann die Lampe an- und ausmachen. Doch da, ich wollte schon sagen. Ach nee! Lehrbuch der Zaubersprüche Band 1 von Miranda Habicht. Okay. Okay, ja. Nächste Ebene, würde ich sagen. Da ist nämlich... Ah, da sind... Oh, Bücher zum Sammeln. Jüngere Entwicklung in der Zauberei. Ach man, das sind doch Sachen, die interessieren mich überhaupt nicht. Drachenarten Großbritanniens sind Irlands. Das ist zum Beispiel was, was mich sehr interessiert. Aber, da ich die Bücher ja nicht lesen kann, worüber ich mich ja immer wieder aufrege. Vom Ei zum Inferno. Ein Handbuch für Drachenhalter. Ach du Scheiße. Okay. Ja, das wäre wichtig für Hagrid, glaube ich. Okay, eine Sache fehlt noch. Die dritte Ebene fehlt noch. Okay. Das Ei im Feuer. Mit einem plötzlichen, lauten Kratzen riss das Ei auf. Das Drachenbaby plumpste auf den Tisch. Es war nicht gerade hübsch. Harry kam es vor wie ein verschrumpelter, schwarzer Schirm. Seine knochigen Flügel waren riesig im Vergleich zu seinem dünnhäutigen, rabenschwarzen Körper. Es hatte eine lange Schnauze mit weit geöffneten Nüstern, kleine Hornstummel und hervorquellende, orangerote Augen. Es nieste. Aus seiner Schnauze flogen ein paar Funken. »Ist es nicht schön?« murmelte Hagrid. Er streckte die Hand aus, um den Kopf des Drachenbabys zu streicheln. Es schnappte nach seinen Fingern und zeigte dabei seine spitzen Fangzähne. »Du meine Güte, es kennt seine Mami.« »Mhm, ganz bestimmt. Ja, ich gehe das Bild hier noch durch, würde ich sagen, und dann Drachenzucht für Haus und Hof. Tipps zur Drachenzucht. Ich würde sagen, ich gehe das hier noch durch und dann beende ich den Part auch. Weil, ich wette, ich kann irgendwas mit dem Ei machen. Es muss irgendwas mit dem Ei zu machen sein. Ich kann ja einfach alles zum Wackeln bringen. Sehr gut. Ich kann das Drachenei sammeln, euer Ernst? Ich habe ein Drachenei. Dracheneier brauchen viel Hitze, damit ihnen Drachen entschlüpfen. Meist von feurigem Atem der Mutter, aber ein offener Kamin tut es auch. Okay. Ja, wonderful, ne? Gut. Ein Plan für Norbert, den Babydrachen. Kommt dann als nächstes? Oh Gott, Entschuldigung. Ich würde sagen, ich mache mir dann aber auch jetzt erstmal was zu essen. Ja. Damit sind wir dann nochmal ein paar Schritte weiter. Wir haben jetzt 87 Hauspunkte. Haben bei einigen Bildern leider nicht alles gefunden, aber bei den letzten auf jeden Fall schon. Wie gesagt, wenn ihr die Videos seht und euch fällt irgendwas auf, was ich nicht gefunden habe in den bestimmten Bildern, schreibt mir das bitte in die Kommentare, denn es ist für mich persönlich schon wichtig, dass ich in diesem Let's Play auch wirklich alles finde. Denn es soll euch ja quasi als Hilfe dienen. Und wenn ich jetzt nicht alles finden sollte, bin ich euch im Endeffekt keine Hilfe. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da.
und euer Feedback in den Kommentaren. Vielen, vielen Dank dafür schon mal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.